In diesem Video möchte ich darauf eingehen, was passiert eigentlich, wenn man verschiedene Variablennamen in der gleichen Funktion mit dem Parameternamen vertauscht oder eben gleich definiert. Dafür habe ich mir wieder ein kleines Programm hier gebastelt. Das hat die üblichen Funktionen Setup und Loop, die letztendlich nichts Besonderes machen. Und ich habe mir eine Funktion hier definiert, die heißt Blink. Und sie blinkt einfach die LED, die interne LED in diesem Fall, mit einer bestimmten Periode. Das nennt sich, der Parameter hier nennt sich intPeriod. Und das wird innerhalb dieser Funktion benutzt, um zu sagen, wie lange das Delay sein sollte. Im Loop wird diese Funktion einmalig ausgeführt, und zwar mit diesem Parameter 1000. Wenn ich das jetzt kompiliere, ist es überhaupt kein Problem. Das sollte auch klar sein. Was würde jetzt passieren, wenn ich hier zum Beispiel im Loop mir auch eine Variable definieren würde, die Period heißt? Period ist gleich 1000 und die benutze ich jetzt, um die Funktion aufzurufen. Wir haben bereits erklärt und gesagt, dass das eigentlich ein guter Stil ist, wenn man nicht die Konstanten direkt benutzt in den Funktionsaufrufen, sondern wenn man sich Variablen definiert, damit man sie leichter ändern kann, falls diese Variable dann mehrmals benutzt wird. Jetzt haben wir hier das Problem, dass ich hier ein Period habe und da ein Period habe. Versuchen wir das erstmal zu kompilieren. Sieht alles gut aus, sollte es auch sein, denn das ist eine völlig legale Definition von verschiedenen Variablen. Beide haben einen komplett unterschiedlichen Sichtbarkeitsbereich. Die überschreiben sich nie oder überlagern sich nie eigentlich im Programm selbst. Was würde jetzt passieren allerdings, wenn ich diese intPeriod hier rausziehen würde als globale Variable? Da passieren einige interessante Sachen. Erstmal, wenn ich das kompiliere, passiert erstmal nichts Interessantes. Denn ich habe sie nur ein einziges Mal auf 1000 gesetzt und egal, wo ich sie hin und her schicke, ich verändere ihren Wert nicht. Deswegen verändert sich auch das Verhalten nicht. Was würde jetzt allerdings passieren, wenn ich am Ende von dieser Blink-Funktion auf einmal sagen würde, Period ist gleich, zeige ich Ihnen auch was Interessantes, plus gleich, Period plus gleich 500. Plus gleich bedeutet, bitte addiere genau diese Zahl zu dem Period und speichere es auch da. Um das jetzt ein bisschen besser zu verstehen, dass es sich auch tatsächlich geändert hat, werden wir wieder Serial bemühen und zwar werde ich hier im Loop immer rausschreiben, was mein Wert von Serial ist. Period. Und damit es auch ein bisschen noch interessanter wird, wenn wir etwas anderes machen, wir werden vor dem Aufruf der Blink-Funktion das machen und nach dem Aufruf auch noch einmal. Der Wert von Period ist, sagen wir mal, vor der Funktion und nach der Funktion. Versuchen wir das jetzt hier zu kompilieren. Und zu programmieren. Jetzt rufen wir unseren Serial Monitor auf. Und der die ganze Zeit behauptete es immer wieder 1000. Immer wieder 1000. Was ist jetzt passiert? Ich habe es doch geändert. Gehen wir zurück zum Programm und analysieren das zusammen. Was passiert jetzt hier? Global wurde einmalig Period of 1000 gesetzt. Das wird vor dem Aufruf von Setup sogar gemacht. Also im Setup starten wir schon mal mit einem 1000 im Period. Hier im Loop sage ich erstmal, was ist der Wert von Period gerade? Es ist immer noch 1000, das ist alles normal.
Dann springen wir in diese Funktion hier rein. Und hier habe ich bereits gesagt, Period soll bitte inkrementiert werden um 500. Er hat es wahrscheinlich auch gemacht, weiß ich jetzt nicht, nehme ich jetzt an. Aber wenn ich hier zurückspringe, ist es wieder der alte Wert. Das können wir auch so überprüfen, indem wir dieses Serial auch hier reinschreiben. Und wir sagen, der Wert von Period in der Funktion ist. Und versuchen wir es auf diese Art und Weise. Jetzt programmieren wir es wieder und gehen zum Serial Output, zum Serial Monitor. Vor der Funktion 1000, in der Funktion ist es 1500 und nach der Funktion ist es wieder 1000. Es ist genau das Gleiche passiert, was ich schon bereits in einem älteren Video erzählt habe. Innerhalb dieser Funktion Blink wird die Variable Period überschrieben. Sie haben sie zwar nicht explizit definiert, so wie Sie das normalerweise tun, innerhalb der Funktion. Sie haben das aber gemacht, weil Sie einen Parameter definiert haben, das genauso heißt. Damit haben Sie letztendlich auch eine Variable definiert. Die hat schon bereits einen zugewiesenen Wert. Das ist der Unterschied zwischen einer normalen Variable und einem Funktionsparameter. Aber letztendlich ist es ja eine Variable. Sie wird hier als eine komplett neue Variable gehandhabt. Ihr Wert war 1000, nicht weil die globale Variable 1000 ist, sondern weil hier der Wert übergeben wurde. Das bedeutet, hier diese lokale Variable habe ich jetzt geändert, aber im Moment, wo meine Blink-Funktion zu Ende ist und geschlossen wird, werden alle lokale Variablen gelöscht und freigegeben. Ich komme zurück in meine Loop-Funktion und dort habe ich immer noch meine globale Variable Period. Die ist immer noch 1000. Deswegen nochmal der dringende Aufruf, verwenden Sie einfach nicht die gleichen Namen für verschiedene Variablen und für verschiedene Parameter. Damit ersparen Sie sich viel Ärger und viel Arbeit beim Debuggen und beim Versuchen rauszukriegen, was da eigentlich passiert ist.